Rinascimento, made in Italy, gesehen bei Tiptop Mode in Weißkirchen. Der folgende Eventscout wird Ihnen präsentiert vom Käseeck der obersteirischen Molkerei. Styled by Haargezeiten Ute und Hannes Reitinger. Schwarz und Weiß, Gut und Böse, jeder kennt es, das nette Engelchen auf der rechten und das böse Teufelchen auf der linken Schulter. Warum ich das erzähle? Weil wir heute zu Gast sind bei Fire and Ice und hier spielen Gegensätze eine sehr große Rolle. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach den heißen und coolen Partygästen sowie nach den Engelchen und Teufelchen. Jawohl, Fire and Ice! Came to dance, 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 dance. I hit the floor, cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my friends. Ja, weil es einfach eine Veranstaltung ist, die was für die Jungen ist. Voll geil! Ja, wir haben halt gehört davon, es ist schon länger. Also eigentlich schon fast berühmt. Voll super! Und da sind so viele Junge da? Weil Fire und Eis einfach seit Jahren ein Erlebnis ist. Wie geht's da schon? 6 Jahre oder so her. Nein, es ist einfach eine super Veranstaltung. Weil alles einfach ein Gaudi ist. Das ist immer wieder, man trifft Leute. Was einfach das Geilste fällt vom Jahr ist. Die Auswahl, die fällt sehr schwer, denn viele Zelte gibt es hier beim Fest in Roten Turm. Wir sehen uns jetzt das einmal an. Angefangen hat alles mit 50 Personen beim Gasthaus Stocker. Dann ging man in das Schloss Rotenturm, dann auf die Molzi-Wiese und jetzt so hierher auf die Abi-Wiese. Was zeigt jetzt aus? Warum wird dieses Fest immer größer? Naja, größer ist es nicht geworden, aber von der Qualität her, sage ich mal, besser. Durchs neue Gelände sind einfach andere Gegebenheiten und es passt unter den Umständen einfach besser da. Herr Gruber Andreas, Sie sind Kommandant der Feuerwehr St. Peter und das hat einen guten Grund, warum Sie heute hier ausschenken, oder? Ja, das hat einen ausgezeichneten Grund. Wir haben heuer das Privileg, bei dem tollen Fest, das die Landjugend Rotenturm macht, dass wir mitpartizipieren können und mitpartizipieren dürfen, im Sinne dessen, dass bei unserer Feuerwehr eine Neuanschaffung von einem kleinen Löschfahrzeug ansteht und damit wir die Chance haben, da, wie gesagt, mitpartizipieren zu können, ein bisschen mitarbeiten und dabei auch den einen oder anderen Euro verdienen können. Fire and Ice, das ist so der große Inbegriff, klar, keine Frage, aber die Kameradschaft geht weit über die Grenzen von Fire and Ice drüber hinaus und das ist der Charme dahinter, dass wir als Feuerwehr heute auch da mitwirken dürfen. Eines der vielen Zelte ist hier schon wirklich komplett voll und ich mache mich auf die Suche nach einem Teufelchen und nach einem Engelchen. Na dann schauen wir mal, ob wir was finden. Ja, beides hätte ich gesagt. Ja, der Teufel. Beides! Engelchen! Teufel! Von meinen Freunden aus bin ich Engel, aber so fühle ich mich als Teufel. Wir sind eine Mischung! Und was lässt heute außer? Ich lasse heute das Engelchen außer. Ein Mischling zwischen beiden! Ich lasse heute meinen Charme außer bei den Frauen. Das ist eine Top-Veranstaltung. Haben wir durchgeschaut. Für die Jugend, auch für die älteren Semester da im Weinzelt. Top-Veranstaltung und von der Jugend muss man Hut absagen, dass sie sowas auf die Füße stellen und sowas organisieren. Ist man da stolz auf die Jugend? Schon, ja. Ist man schon stolz als Bürgermeister, wenn man so eine tolle Jugend hat. Fire and Ice bietet die passende Gelegenheit, um hier richtig gut Geburtstag zu feiern. Und da gibt es schon Geburtstagsständchen, oder? Happy Birthday to you! Happy
Location wechseln. Jetzt werfen wir uns in das nächste Zelt. Hier sorgt schon Egon Ziem für gute Stimmung. Sehr gut. Schön. Ja, super. Ja, wir sind da eine ganze Runde und haben gesagt, das schauen wir uns heute einmal an. Und offensichtlich haben wir das nicht bereut, weil die Musik ist ausgezeichnet. Und warum geht man hierher? Weil wir Rotenturmer sind und es ist ein Muss als Rotenturmer, dass du das Fest besuchst. Wir sind dabei jedes Jahr, das gehört einfach dazu. Sind wir nicht, wir sind heiß. Ich bin beides. Naja, also mit einem kalten Bier in der Hand bleibe ich cool. Also sie ist Fußfeier und ich bin eiskalt. Mit einer Freundin im Nacken werde ich eher heiß. Also von dem her der perfekte Feier und Eisgast, oder? Wir sind ja die coolen Partygäste. Ja! Du die aber cool? Ja, ja, die heißt. Ich bin die Christi und die Alex und wenn man so heißt, ist man schon automatisch cool. Styling einfach und das Ausstrahlen. Ziehen sich an. Also ich freue mich schon auf das nächste Fest im Jahr 2011. Die Landjugend hat heute wieder einmal bewiesen, dass Feste wirklich ihre sind. Das war's auch schon wieder mit unserem Magazin Eventscout. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und gutes Feiern.